Lea? Lea! Lea! Lea, komm, ich helfe dir. Du warst wohl etwas zu schnell. Ja, das glaube ich auch. Was? Lea! Was ist das? Lars, weißt du, was das bedeutet? Der Frühling kommt. Ja, der Frühling ist da. Glaubst du wirklich? Oh, Lea, pass auf! Frühling, das ist der Frühling. Lars, weißt du, was das bedeutet? Ja, die Zeit ist gekommen, dass du zurückgehst in den Wald. Ja, im Winter war der Weg zurück doch zu gefährlich. Aber jetzt kann ich endlich wieder nach Hause zurück. Heißt das, dass du für immer weggehst? Ja, das bedeutet es wohl. Kann ich mit? Nein, Pieps, das ist viel zu gefährlich und zu weit. Natürlich, natürlich. Zu weit für die kleine Pieps. Zu weit, natürlich zu weit. Hallo! Hallo! Der Frühling ist da! Tatsächlich. Ich dachte, er würde dieses Jahr nie mehr kommen. Wirklich. Ich kann den Frühling riechen. Wisst ihr, was das bedeutet? Milde Luft, die Eisberge kalben und die Möwen gehen einem auf die Nerven. Nein, ich habe an etwas anderes gedacht. Lea und ich sind doch den Tierfängern entwischt. Na klar. Und sie ist bei uns geblieben, weil wir ihr angeboten haben, den Winter mit uns zu verbringen. Ja, und jetzt ist Frühling. Dann sind die Wege wieder frei und ich kann wieder nach Hause. Ja, natürlich. Du bist sicher glücklich. Mir hat es bei euch sehr gut gefallen, aber der Pol ist nicht mein Zuhause. Ich weiß, nirgends ist es schöner als zu Hause. Gut, dann bringen wir dich nach Hause, Lea. Aber nicht heute. Ich fühle mich nämlich ein bisschen komisch. Oh, was ist los? Wir müssen uns ein bisschen ausruhen. Nur ein bisschen. Wir müssen sowieso erst Sofo suchen. Er kennt den Weg. Lass uns doch Sofo suchen. Sofo! Hallo, ihr beiden. Ihr hättet kaum pünktlicher kommen können. Wieso pünktlich? Wartest du auf uns? Na klar, die Eisberge kalben, die Möwen werden immer frecher. Es wird Frühling. Die Zeit ist gekommen, dass das Braunbärmädchen wieder nach Hause zurückkehrt. Sofo, kannst du uns den Weg zum Wald zeigen? Bin schon dabei. So. Lars, das ist deine Eishöhle. Von hier aus müsst ihr erst einmal über den Berg bis zur Schneegrenze. Bis zur Schneegrenze? Keine Angst, die tut nicht weh. Aber da hört der Schnee einfach auf. Die findet der Lars schon mit seinem Eisbärinstinkt. Und dann? Dann musst du dich auf dein Gefühl verlassen, Lea. Ihr müsst noch einen Fluss überqueren und dann seht ihr auch schon die ersten Bäume und schon seid ihr im Wald. Doch der Weg ist lang und gefährlich. Ihr müsst einander vertrauen. Danke, Sofo. Vielen Dank. Viel Glück, ihr beiden. Wo bleiben Lars und Lea nur so lange? Lars! Lea! Kommt schnell! Was ist los? Irgendetwas stimmt nicht mit deinen Eltern. Sie sehen ganz schön schlapp aus. So schlimm ist es nun auch nicht. Noch ein klitzeklein wenig Zeit und dann können wir los. Was hat Sofo gesagt? Wir kennen jetzt den Weg, aber was ist mit euch? Es ist alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung.
Lars, deine Eltern sind krank. Schwere Bärengrippe. Dagegen gibt's kein Heilmittel. Sie können unmöglich auf eine lange Reise gehen. Und was sollen wir jetzt machen? Wir müssen etwas tun, damit sie wieder gesund werden. Ich kenne da etwas aus unserem Wald. Das hilft immer. Was? Die Honigmedizin. Die Honigmedizin? Die Honigmedizin heilt alles. Und sofort. Aber die gibt es nur im Wald. Lars muss mich nur nach Hause bringen. Aber ich kann doch jetzt nicht weg von hier. Na klar kannst du gehen. Du musst sogar gehen. Deine Eltern brauchen doch die Honigmedizin. Von der Honigmedizin habe ich auch schon gehört. Aber ihr müsst ohne mich gehen. Werdet ihr den Weg finden? Sofa hat es uns ganz genau erklärt. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um deine Eltern. Geht zurück in die Höhle. Kommt schon, sonst werdet ihr nie gesund. Wir kümmern uns schon um deine Eltern, aber kommt bald zurück. Und vergesst die Honigmedizin nicht. Bestimmt nicht. Auf Wiedersehen, Mama. Tschüss, Papa. Wir sind bald wieder da. Tschüss. Draußen. Schnell wieder rein. Wird's bald? Ganz da hinten muss sie sein, die Schneegrenze. Erinnerst du dich noch daran, was Sofo gesagt hat? Über die Schneegrenze, hat er gesagt. Dann über einen Fluss in den Wald. Worauf warten wir denn noch? Deine Eltern brauchen doch die Honigmedizin. Komm. Dieser Schal aus Tang ist sehr angenehm. Danke, Greta. Mika, du hast hohes Fieber. Der Eiszapfen schmilzt viel zu schnell. Was sollen wir nur machen? Sie essen nichts mehr. Die Fische, die Robby gebracht hat, haben sie nicht mal angerührt. Ich hab was, das wird bestimmt helfen. Das ist unser heiliger Tran. Der wirkt Wunder. Oh, ich fühle mich gleich viel besser. Wenn man so toll gepflegt wird, dann wird man auch wieder gesund. Auch ohne Honigmedizin. Bald ist Lars ja wieder zurück. Komm, Lars! Komm schon! Das ist mein Land. Es ist zwar nicht weiß, aber genauso fest. Ja, ich weiß. Bist du dir sicher, dass dein Land jetzt im Frühling schon fest genug ist? Klar doch. Hey, Lars! Bleib stehen! Vorsicht! Hier ist der Dorfbund zu Ende! Was geht euch das denn an? Uns geht alles etwas an! Das ist die Schneegrenze und wir sind die Wächter! Hey, Lars, kümmere dich nicht um sie. Komm hierher. Haut ab, ihr dummen Vögel! Dumme Vögel? Was fällt denen denn ein? Wir sind die Möwen und bewachen die Schneegrenze! Jetzt sind sie weg! Ja, weil du ein dummer Vogel bist! Hau ab, du dummer Vogel! Ist es nicht herrlich hier? Fällt denn bei euch nie Schnee? Nein. Jedenfalls nicht, wenn der Frühling erst mal da ist. Komm, Lars. Komm, Lars, fang mich. Lea? Hier bin ich. Lea! Hier bin ich. Lea! Ah. Lea? Lars! Au. Ach, hier bist du. Das hat echt wehgetan. Sei mir nicht böse, Lars. Es ist nur so schön, wieder zu Hause zu sein. Gut, ich verstehe schon. Das ist aber ein hoher Baum. Das Husten wird überhaupt nicht besser. Wir müssen etwas tun. Wir haben es Lars versprochen. Lars?
Lars kommt bald wieder. Ich weiß, was wir machen müssen. Was denn? Wir müssen in die Höhle mit der guten Luft. Dann können die beiden wieder atmen. Das hat Sofu gesagt. Und wo ist diese Höhle? Sie ist gar nicht weit. Wir müssen sie sofort dorthin bringen. Alles klar? Wie sollen wir das schaffen? Wir müssen es einfach schaffen. Es ist schön hier, aber man kann nicht in die Ferne schauen. Und auch den Mond und die Sterne kann man bestimmt schwer sehen. Der Wald beschützt uns. Und wozu ist der Wald noch gut? Kratzen, das geht prima am Baum. Und aus den Blättern kannst du dir einen Hut machen. Und wenn es regnet, wirst du nicht nass. Wir müssen uns einen Unterschlupf suchen. Hier sind wir geschützter. Und wir haben auch einen schönen Liegeplatz. Keine Angst, es ist bald vorbei. Hier dauert der Regen nie lange. Wirklich? Ja, ich bin's, Papa. Lea, Lea. Ich bin so glücklich, dass du wieder da bist. Ich dachte schon, du kommst nie mehr zurück. Wo warst du? Ich war im Lager der Tierfänger, aber Lars hat mich gerettet und seine Eltern haben mich im Winter aufgenommen. Sie sind zwar weiß, aber ganz liebe Bäreneltern. Bei ihnen habe ich gewartet, bis der Frühling kam und ich wieder nach Hause konnte. Dann war also der kleine weiße Kerl bei dir? Ja, genau, das war Lars, der kleine Eisbär. Ein Eisbär? Tatsächlich? Ich habe noch nie einen Eisbär leibhaftig vor mir gesehen. Ich sehe ihn nirgends. Oh. Wo kann er nur sein? Lars! Hey, Lars, komm raus, du großer Eisbär. Lars, mein Papa wollte dich doch nicht erschrecken. Das ist dein Papa? Papa, das ist Lars. So sehen sie also aus, unsere weißen Brüder. Eigentlich wie andere Bären auch. Papa, nicht doch. Hör doch auf zu knurren. Aber Lea, ich bin doch gar nicht böse. Mir gefällt dein Lars. Und außerdem, ein Bär ist ein Bär, ob weiß oder braun. Ja, finde ich auch. Und die Eisbären waren so gastfreundlich zu mir. Alle Eisbären? Klar doch. Einer ganz besonders. Du, Lars. Lars hat mich gerettet. Und jetzt müssen wir ihm helfen. Mit unserer Honigmedizin. Du hast doch nicht wirklich von unserer Honigmedizin erzählt. Das ist doch ein Geheimnis. Ich habe doch keine Geheimnisse vor Lars. Seinen Eltern geht es sehr schlecht. Nur die Honigmedizin kann sie retten. Tatsächlich? Wenn das so ist, müssen wir helfen. Aber ich glaube, sie ist alle. Dann müssen wir unbedingt neue machen. Die Eltern von Lars brauchen sie. Nur da oben gibt es noch frischen Honig. Ohne den gibt es keine Honigmedizin. Und nur kleine Bären wie ihr können ihn da rausholen. Lars, bist du schon mal auf einen Baum geklettert? Ganz nach oben? Klar doch! Das wirst du jetzt lernen. Gib mir die Pfote. Na los! Oh.
Wunderschön. Herrlich. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Diese Höhle hier ist ein uraltes Robbengeheimnis. Die Luft hier heilt wirklich alles. Man muss ganz tief einatmen. Ich kann wieder durchatmen. Das ist schön. Ja, das ist es. Mach weiter. Mach es so. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Du musst deine Augen mit der Pfote schützen und mit der anderen reingreifen. Jetzt mach mal und hol raus, was du kannst. Komm schon, noch sind die Bienen überrascht. Mach schnell. Lea, hier ist eine Biene. Autsch. Oh. Lars. Ich falle. Oh, oh, oh. Schon. Lea, die Bienen, mach schnell! Warte, hier ist eine Honigwabe. Und die hier auch noch. Fang auf, Lars! Genug jetzt, kommt! Ich renne nach Hause und bereite alles vor. Ich hoffe, die Bienen sind nicht sauer auf uns. Sie sind sauer. Lars, komm schnell! Bring, Lars! Bring! Wir haben es geschafft! Bleiben die Kinder nur. Papa, hier sind wir. Wir haben den Honig. Aber es war sehr schwierig. Jetzt müssen wir nur noch den Honig veredeln. Veredeln? Klar doch. Nach dem alten Braunbeerrezept von Papa. Lea, hilf Lars und bring ihm bei, wie die Medizin zubereitet werden muss. Wir brauchen die Kräuter mit den klebrigen Blättern. Ah, die mit den klebrigen Blättern. Jetzt die Kräuter. Das Wichtigste fehlt noch. Was denn? Der erste Morgentau. Den müsst ihr auf diesen Blättern morgen früh sammeln. Und ihr müsst wach bleiben, damit er nicht verdunstet. Ja, klar. Das machen wir. Es ist wichtig. Denn wenn ihr verschlaft, dann kann die Honigmedizin nicht wirken. Wir werden auf keinen Fall verschlafen. Schlafen. Oh. Komm schnell, wir müssen uns beeilen. Ja, das ist sie. Ja, das ist unsere Honigmedizin. Warte auf mich. Komm, wir gehen jetzt zur Schneegrenze. Und wie finden wir diese Schneegrenze? Das ist ganz einfach. Wir müssen nur den Möwen folgen. Seid ihr bereit für die Reise? Ja, klar. Binde dir das um den Hals. Was ist das? Wissen wir auch nicht, was das ist. Das haben die Menschen hinterlassen. Und damit kann man die Honigmedizin ganz einfach befördern. Du musst nur aufpassen, dass es dir nicht vom Hals rutscht.
Lea wird dich begleiten, aber nur bis zur Schneegrenze. Im Waisenland finde ich mich schon allein zurecht. Und grüß mir deine Eltern und lade sie zu unserem großen Bärentreffen ein. Bärentreffen? Da kommen wir. Danke für alles. Gute Reise. Was macht ihr denn hier? Wir bewachen die Schneegrenze. Aber die Schneegrenze ist doch gar keine richtige Grenze. Mal ist sie hier, dann wieder dort. Und wenn die Sonne scheint, dann schmilzt deine Grenze einfach weg. Das ist der kürzeste Weg. Über die Steine können wir ans andere Ufer hüpfen. Komm, Lars. Gut, ich komme. Ah! Lars! Lars! Oh nein! Lea! Die Medizin! Schnell, Lars! Wir müssen unbedingt versuchen, die Medizin am Wasserfall abzufangen. Pass auf, es ist rutschig. Hier kommt das Fässchen runter. Wir müssen es nur noch auffangen. Da ist es! Los, fang es auf! Glück gehabt. Passt auf die beiden auf. Kommt, dann kriegen sie die Honigmedizin und alles wird gut. Ja. Sie kommen, sie kommen. Lars, da bist du ja. Wir haben so auf dich gewartet. Ja, bring die Honigmedizin schnell. Bin schon da. Na, wer will den ersten Schluck? Mika, er ist der Kränkere von uns. Dann beug dich mal runter, damit wir dir die Honigmedizin geben können. Das schmeckt aber gut. Das ist wirklich toll. Ich fühle mich schon viel besser. Oh, wie warm dieser Schal ist. Hurra! Sehr gut. Hurra, Sie sind wieder gesund. Lars und Lea haben Sie geheilt mit der Honigmedizin. Ja. Bis zum großen Bärentreffen. Ich will auch mit. Eine Schneegans auf den Bärentreffen? Wer hat denn sowas schon mal gehört? Dann wird das diesmal eben ein ganz besonderes Treffen. Denn schließlich hat auch Pieps uns gesund gepflegt. Dann muss Pieps aber noch das Kuscheln der Eisbären lernen. Wie geht das denn? Alle kuscheln immer zusammen. Wirklich alle? Ja.